Naja, wenn ihr das sagt, dann wird es ja ganz bestimmt so kommen, ne? Ich würde jetzt deine Ärztin gerne etwas bestätigen. Bitte melde dich, sobald du das siehst. Ich lebe noch. Hör auf, mir Sorgen zu machen. Es freut mich, dass es dir gut geht. Die Nachrichten haben mich nur richtig erschreckt. Ich bin jedenfalls in der Klinik, falls du Medikamente brauchst. Im Fernsehen wird rund um die Uhr über die Phantomliebe berichtet. Ach ja, wollt ihr euch nicht heute hier treffen? Ist zu Ende, bevor die anderen auftauchen. Sonst wollen die auch noch was. Ich beginne unser Treffen. Ich frage mich, ob irgendjemand das Passwort knacken konnte. Ach, das machen wir doch gleich lieber zusammen. Last one. Diamond Mine. Wie wäre Diamantmine? No good. Zwecklos. How many do we miss? Mir auf lang hier daneben. Perhaps he truly does have a barrier up. Vielleicht ist wirklich eine Barriere aktiv. Right? Ja, oder? That's not something to be excited about. Das ist kein Grund, sich so zu freuen. We know all the way up to Diet Building too. Wir wissen schon alles bis zum Parlamentsgebäude. So you enter keywords into the Metaverse Navigator. Also gibt man Passwörter in den Metauniversum-Navigator ein. Boss, can you turn the TV on? Shido might be on it. Boss, könntest du den Fernseher einschalten? Shido könnte zu sehen sein. Sure thing. Na sicher. Goro Akechi. Goro Akechi. Him and his stupid ja, und sein dämliches, entspanntes Gesicht. So, Akechi-san. Nun, Akechi-san, war dein Rückzug aus den Medien wirklich ein Teil deines Plans, die Phantomliebe zu fassen? Ich muss mich für den Trubel entschuldigen, der meinetwegen entstanden ist. Es hat viel Mut verlangt, sich ihnen entgegenzustellen, als sie so beliebt waren. Viele Leute haben mich online dafür angegriffen. Zu Recht. Arsch. War es auch Teil deines Plans, nach dem Tiefsturz ihrer Popularität zu behaupten, sie wären unschuldig? Ich wollte sie auf den falschen Fuß erwischen. Ich schätze, ich habe meine Profiling-Kenntnisse eingesetzt. Als sie die Unterstützung der Öffentlichkeit verloren, reichte ihr größter Feind ihnen die Hand. Das hört sich fast nach einer Liebesbeziehung an, oder nicht? Warum gilt er eigentlich als Meisterdetektiv der Gerechtigkeit? Nicht im Fernsehen oder online. Zeitungen, Magazine, man sieht den Knilch überall. Niemand hofft auf unser Comeback, nicht mal auf der Fansite. Die Phantomdiebe sind die Bösen. Shido und Akechi sind die Gerechten. Es sollte andersherum sein. Sie benutzen die Medien, um alle möglichen Informationen zu manipulieren. Und wir können uns später um Akechi kümmern. Unser Hauptproblem ist jetzt Shido. Kam es schon mal vor, dass ihr die Passwörter für einen Palast nicht gewusst habt? Naja, da war diese Sache mit Futaba. Wir wussten nichts über sie, also blieb uns nur übrig zu raten. Warum gehen wir nicht einfach schnurstracks zu Shido und ringeln es so? Das ist unmöglich. Er ist permanent von Bodyguards und seinen Anhängern umgeben. Außerdem ist es unmöglich, als Oberschüler einen Termin bei ihm zu kriegen. Naja, wir haben einen Erwachsenen auf unserer Seite. Nein, das wäre keine gute Idee. So ein Vorgehen wäre viel zu gefährlich. Dann haben wir wirklich ein Problem. Was ist das da draußen für ein Krach?
liebe Bewohner von Yongen Jaya. Isn't that an election campaign car? Ist das nicht ein Wahlkampfauto? Oh, right. The candidates. Ach klar, zurzeit läuft ja der Wahlkampf. Diese Stimme. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich bin Masayoshi Shido. Wait, did he just say Shido? Moment mal, hat er gerade Shido gesagt? Yeah, he did. Ja, das hat er. Sie hört sich an wie die Stimme, die ich damals vernommen habe. Man, talk about being lucky. We can go check him out without wir sind üble Glückspilze. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall keinen Termin mehr. True. Hey, Ryuji ran off toward the station. Hey, Ryuji ist in Richtung Station gerannt. This way. Hier entlang, schnell. By the way, did something happen? Übrigens, ist etwas passiert? Well, du hast vorhin nicht gut ausgesehen. Geht schon. Es ist Zeit, unsere Brücke in der Nation wieder aufzubauen. Unsere Regierung strotzt nur so vor Skandalen und kriminell übernehmen unsere Gesellschaft. Wir müssen die Segel setzen und diese schändliche Vergangenheit hinter uns lassen. Yo. Damit unsere Kinder, die die Last der nächsten Generation tragen, stolz auf ihr Land sein können. Damit unser Land wieder mächtig wird und vor Luxus und Reichtum nur so strotzt. Damit unsere wunderschöne Heimat als das beste Land der Welt angesehen wird. Yo. Ich möchte Sie bitten, Ihre Stimme für mich abzugeben, für Masayoshi Shido. Lassen Sie uns gemeinsam die Segel für eine glückliche Zukunft setzen. Ich würde mich freuen, Ihnen alle auch in Zukunft dienen zu dürfen. Ist das der Typ? Ihr wartet hier. Ich besorge uns Infos. Warte! Hey, yo, Shido-san! Stand back. Abstand halten. I just want to talk to him for a sec. Ich will nur mal kurz mit ihm quatschen. He's a busy man. Er ist ein vielbeschäftiger Mann. Vielbeschäftigter Mann. Was ist seine? Ich dachte, er hätte immer ein offenes Ohr für seine Bürger. That's enough, Brad. Das reicht, du Nervensäge. You're that asshole we met at the hotel before, at the elevator. Du bist das Arschloch, das wir neulich im Hotel getroffen haben. Am Aufzug. Neulich. Das war im Mai. Jetzt ist November. Das war ein halbes Jahr her. Neulich. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people if you're in a hurry? Ach, tut mir leid. Man kann andere Leute einfach wegdrängeln, wenn man es eilig hat. What are you talking about? Wovon redest du da? That moron. Dieser Dummkopf. Come on, stop. Komm schon, hör auf. But these guys... Aber diese Typen haben... Hey, Kid. Hey, Kleiner. You don't want to know, du willst nicht rausfinden, was passiert, wenn du mir in die Quere kommst. Diese Stimme. Das Klientel hier hat sich seit meinem letzten Besuch verändert. Gibt es hier nun eine Kita? Das ist keine Show. Verschwinde, Kleiner. Oh, scheiß Black, ich verklage dich. Dieser Mann. Kein Zweifel, das ist derselbe Mann wie zuvor. Was glotzt du so? Dieses Land ist voll von ahnungslosen Kindern. Ich habe Angst um Japans Zukunft. Lass sie gehen, mein nächster Termin steht gleich an. Was für ein Dreckskerl. Was meinst du jetzt, wo du ihn von Namen gesehen hast? Seinetwegen wurde ich verhaftet. Warte mal, er ist der Penner, von dem du uns erzählt hast? Derselbe Typ? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Du scheinst dir sehr sicher zu sein, oder?
Shido's the one who ruined your life. Shino ist der, der dein Leben ruiniert hat. Holy shit. Heilige Scheiße, ich pack's nicht. Let's get going, okay? Machen wir uns auf den Weg, okay? Shido's the guy who set you up? Shido ist für das abgekartete Spiel damals verantwortlich? Welche Verwendung, welche Wendung des Schicksals hat euch wieder zusammengeführt? Er ist es, definitiv. Talk about a destined connection. Hier muss das Schicksal wirklich seine Hände im Spiel haben. Shido was involved in the cognitive research. Shino hat auch mit der kognitiven Forschung zu tun, oder? Das kann nicht nur ein Zufall sein. Mein Gott, was zur Hölle geht hier eigentlich vor sich? Shido was already a politician. Shido war also schon Politiker, als er einen Schüler verklagt und unser Leben ruiniert hat? Er muss einige Fäden gezogen haben, damit sein Name nirgends erwähnt wurde. Außerdem muss er diese Frau zu einer Falschaussage gezwungen haben. Er würde alles tun. Wir reden von jemandem, der ein Attentat in der Polizeiwache angeordnet hat. Er konnte noch nie aufhören, bevor er nicht jeden seiner Gegner fertig gemacht hat. What a piece of shit. Was für ein Drecksack. Children are the future, my ass. Kinder sind unsere Zukunft am Arsch. Was er tut und was er sagt, ist völlig verschieden. But now that we found out who did it, can't something be done about his record? Können wir nicht etwas gegen das Urteil von Akira unternehmen, obwohl wir wissen, wer es war? Once the courts have made a judgment, sobald das Urteil gefällt wurde, kann es nur schwer wieder über den Haufen geworfen werden. Es wäre selbst dann kaum möglich, wenn man seine Unschuld beweist und Shido sich bekennt. Jedenfalls müssen wir einen Sinneswandel bei ihm herbeiführen. Wie dem auch sei, sein Auftreten und sein wahres Gesicht könnten nicht verschiedener sein. Er ist nicht einfach ein Heuchler. Es ist, als wäre er eine völlig andere Person. Er redet davon, was gut für das Land ist. Da fragt man sich, was er tatsächlich vorhat. Dieser Mann steckt voller Ambitionen, den Gipfel der Welt zu erklimmen. Die Schwachen sind für ihn nur ein Mittel zum Zweck. Er hält sich selbst für die Elite und sieht auf alle anderen herab. Das ist das Letzte. Ich gehe davon aus, dass sein Passwort für das Parlamentsgebäude ebenso widerlich sein wird. Human Centipede. Das ist genauso widerlich wie ihr. Hallöchen Esel. Na, warum ist es so warm? Okay, pass auf. Pass auf. Du hast die Sonne. Und du hast die Erde. Die Erde hat aber eine geneigte Achse. Im Sommer, also das, was bei uns Sommer ist, ja, ist die Nordhalbkugel zur Sonne hin geneigt. Deswegen strahlt die Sonne stärker auf uns rauf. Deswegen ist warm. So. Wie Kugel. Ja, nicht ganz Kugel, ne? Ellipsoid. Die Erde ist flach. Nee. Sorry, aber nee. Das ist sie nicht. Ansonsten wäre hier Klumbumbus damals niemals auf dem Westweg nach Indien. Oh, Moment, nee, das war ja Amerika. Egal. Flach, Baby Rage. Nee. Nee. Es wird etwas Egoistisches sein und gar nichts mit Politik zu tun haben. Soll jemand wie er mal schnellstens bestraft werden? Lass uns morgen gleich nach der Schule zum Parlamentsgebäude gehen. Diesmal schaffen wir es. Nur darüber zu brüten führt zu nichts. Wir müssen es tun. We
We gotta do it. I'm really feeling it. Und so. Nee, der hinter allem steckt, das ist also der Erzfeind. Was für eine seltsam poetische Wendung. Ach ja, die Kleider. Du würdest es auffallen, wenn alle anderen ihre Schuluniform tragen. Es ist wohl besser, du ziehst deine Uniform an, wenn du rausgehst. Ja, okay. Ich kann zumindest runtergehen, kann ich auch rausgehen? Das ist die Frage. Offenbar nicht, ey. Nee, okay. Ich habe doch sicherlich was zum Lesen, oder? Habe ich was zum Lesen? Nö. Scheiße. Lernen brauche ich auch nicht. Videogames. Videogames. Train of Life. Mehr Zug des Lebens. Okay. So, was haben wir hier? Als nächstes wäre der Fortgeschrittenenkurs dran. Klasse, es geht gut für uns los. Und wir haben sogar eine ordentliche Menge Geld. Dieser Fortgeschrittenenkurs sieht ziemlich einfach aus. Oh. Warte, da kommt etwas aus dem Boden. Ist das ein Tor? Wir kommen nicht weiter. Ich bin der Alligator. Ich gehe über das Tor wacht, deswegen ja der Alligator. Gib mir die richtige Zahl, um das Tor zu öffnen. Du hast 3 Versuche schon. Noch sehr seltsamer Typ. Unser Glück ist echt. Um das Tor zu öffnen, brauchst du die Zahlen 3, 5, 7 oder 9. Wirf 2 Würfel und die Augenzahl der beiden muss zusammen eine der Zahlen ergeben. Ich gebe dir 3 Chancen ab. Das hängt also alles von deinem Glück ab. Ich glaube, du kannst es schaffen. Zeit für den ersten Wurf, Schnapp. Ich meine, eine 7 ist erlaubt. Und 7 ist eine der häufigsten Zahlen. Oder ist die häufigste Zahl, die du mit 2 Würfeln wirfst. Natürlich nur eine 6. Das ist keine meiner Zahlen. Ha, 2-mal kannst du es noch versuchen. Eine 5, perfekt. Damals. Oh, du hast eine 5 gewürfelt. Sehr beeindruckend, Dampf. Ich lasse dich durch, Dampf. Oh, das Tor öffnet sich. Okay, machen wir uns auf ins Ziel. Sehr schön. Hey. Wir haben uns als Erste ins Ziel geschafft. Was für ein Kampf. Meine Pfoten sind ganz verschwitzt. Nun, du hast wohl gelernt, dein Herz selbst für die unmöglichsten Bitten zu öffnen. Tja, wir sind halt gut. Und so. Naja, es wird spät. Wir sollten mal schlafen gehen, ja? Sieht aus, als gäbe es bei dieser Wahl eine höhere Wahlbeteiligung. Es wird ein Kinderspiel für Shido, den Sieg dahin zu fahren. Durch all die Vorfälle mit den Phantomdieben ist er erst so richtig berühmt geworden. Er ist auf dem besten Weg, Premierminister zu werden. Schätze, ich sollte zu Shido halten. Akinja! Ich habe mich in letzter Zeit in den Nachrichten informiert. Bist du stolz auf mich? Belässt du es bei der Hoffnung, dass Akechi da ist? Ich verüble es dir nicht, er ist ein Held. Obwohl ich Masayoshi Shido noch beeindruckender finde. Er ist der erste Politiker, an den ich glaube. Oh, ich kenne Shido-san auch. Klingt so, als wolle er das Land wirklich besser machen. Merken die nicht, dass sie belogen werden? Wir müssen etwas tun. Tja. Ist halt problematisch. Ist halt alles problematisch. Es stimmt doch nicht, dass der Anführer der Phantomliebe gestorben ist, oder? Mach dir keine Sorgen. Gott sei Dank. Die Phantomdiebe können unmöglich besiegt sein. Mann, ich bin ja so froh, dass alles in Ordnung ist. Naja, wenn du was brauchst, ich bin in der Arcade. Okay.
Die Phantomdiebe waren in letzter Zeit in den Nachrichten. Ich frage mich, ob es dir gut geht. Willst du aufgeben, ohne dein Ziel zu erreichen? Nee, mir geht's gut. Dir geht es also gut? Das freut mich wirklich sehr. Ich erwarte Großes von den Phantomdieben. Und wenn du etwas brauchst, helfe ich immer gerne, mein Kamerad. Genosse, Kamerad. Irgendwie seltsam, dich an einem Wochentag hier zu sehen. Ich würde an alle Anfragen einfach random Katzenbilder zurücksenden. Heute Abend geht die raus, oder? Junge, du bist wirklich risikofreudig. Bitte pass auf, dass sich niemand bemerkt, hörst du? Niesmann, müssen wir wirklich mit dem Passwort weiterkommen?